Herzlich willkommen zum vierten Pickup-Video meinerseits. Ich bin's, euer Nachmar-TV, und ich zeige euch, was ich in der letzten Zeit bekommen habe und was ich mir ein bisschen geholt habe. Let's go! Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit ein bisschen Merch, denn ich habe von meinem Bruder etwas sehr, sehr Cooles bekommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf Instagram und Co. gesehen. Ich habe einen Kappator-Plüschi bekommen. Wie geil ist denn der? Und der sieht richtig gut aus, richtig geil. Alleine schon der Gesichtsausdruck, bombastisch. Und wisst ihr, was auch sehr, sehr geil ist an dem Kappator? Er kann... Es platscht. Komplett geil. Platscher in Reinstform. Komplett cool, komplett geil. Sehr, sehr cooles etwas. Und der wird uns hier in den nächsten paar Streams und immer wieder so begleiten. Der bleibt hier. Der bleibt hier in sichtbarer Nähe. Dann machen wir weiter. Ich habe mir nämlich einen Sega Mega Drive geholt. Nämlich den ersten in der japanischen Version. Ja? Die allererste Version in Japanisch. Leider, ihr könnt es auch hier sehen, ein bisschen, wo das Licht reflektiert. Der hat schon ein paar Kratzer. Der ist nicht mehr in Topform, aber auch hier bei den Buchstaben sieht man, also bei den Buchstaben sieht man es halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber funktioniert einwandfrei, ist halt mal, sagen wir mal so, mein japanisches Mega Drive Einsteigermodell. Wird wahrscheinlich sicher noch geupgradet. Und auf was ich extrem geiern werde, das ist natürlich ein Mega Drive 2, weil das halt mein Mega Drive immer war. Und ein japanischer Mega Drive 2. Und vielleicht gönne ich mir irgendwann mal einen Mega Drive 3. Mal gucken, ja. Aber so als Einsteigermodell, damit ich japanische Games zocken kann. Sehr, sehr cool und sehr, sehr nicelich. Dazu gab es noch einen nagelneuen Retro-Bit-Controller, mit dem ich schon ein bisschen gezockt habe. Der ist richtig cool, richtig nice. Liegt sehr gut in den Händen. Die Knöpfe haben wirklich ein gutes Feeling. Sehr, sehr cool und sehr, sehr nicelich, dass der da dabei war. Da kann es gleich Retro ins neue Jahr losgehen. Und... Ist nicht die einzige Sache, denn ich habe von meiner Tante zu Weihnachten auch etwas sehr, sehr Nicelliches und Tolles bekommen. Wenn wir schon bei japanischen Sachen sind, dann hier eine japanische Dreamcast. Gut zu erkennen mit dem orangen Logo, sehr, sehr cool. Aber der ist wirklich in einem Top-Zustand, weder ausgebleicht noch Kratzer. Ich habe schon gezockt damit, funktioniert einwandfrei und sehr, sehr cool, den hier in meiner Sammlung zu haben. Zum Dreamcast gab es natürlich auch noch einen Dreamcast-Controller, meine Lieben. Die Knöpfe und so funktionieren einwandfrei. Das Einzige, der Analogstick ist schon sehr in die Jahre gekommen. Also ich habe ein bisschen gezockt damit, der ist nicht mehr so geil. Steuerkreuz funktioniert einwandfrei. Das wurde wahrscheinlich wurde Gott sei Dank noch nicht so viel benutzt. Aber der Stick ist leider ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber so in einem sehr, sehr guten Zustand. Und die japanische Controller in der Sammlung ist ja auch ganz nicelich. Liebe Freunde, wie ihr vielleicht wisst, ich habe mir mal einen Atari Jaguar auf dem Flohmarkt gekauft. Und der hat leider damals nicht funktioniert. Da waren ein paar Games dabei. Double Dragon, Fußball, NBA und so. Und war ein Controller auch dabei. Leider hat der Atari nicht funktioniert. Jetzt hat mein Schwager den für Weihnachten, für mich, hergerichtet und funktioniert wieder. Komplett geil und nicelich. Mega, mega danke. Und... jetzt haben wir gestern einen Spieleabend gemacht mit dem Atari Jaguar und mit meinen Games und er hat damals mir so anklingen lassen zu Weihnachten, die Controller, also der Controller, der dabei ist, die funktionieren nicht mehr so richtig. Und ich habe dann ein bisschen auf eBay rumgesucht und habe dann jemanden gefunden, der hatte dann 1 plus 1 gratis bei den Controllern und die sind neu. Also die kamen so eingepackt, natürlich habe ich schon ausgepackt, aber die kamen so verpackt in einer großen Schachtel drin und die sind wirklich halt neu. Die hat noch keiner benutzt, die wurden auch nicht abgepackt. Das ist so ein bisschen, Abverkauf gewesen bei Atari damals und die kam halt wirklich so. Komplett cool, nagelneue Atari Jaguar Controller. Also ich will jetzt gleich mal wissen, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesen Controllern? Es könnte auch ein futuristisches Uralt-Telefon sein. Ah, komplett geil. Aber die Controller sind neu, funktionieren. Ich habe schon probiert. Und ja, komplett geil. Meine Lieben, lasst uns endlich zu den Spielen kommen. Ja? Da hat sich auch ein bisschen was angesammelt. Und ich beginne einfach mal. Im Kommando-Discord habe ich letztens erfahren, dass es
ein Donkey Kong Gameboy Spiel gibt, den dritten Teil mit Dixie Kong, und zwar für den Color, aber nur in Japan. Und da der Preis gepasst hat, habe ich es mir komplett in Box in OVP für den Gameboy geholt. Hab schon ein bisschen angespielt, weil 2D Jump'n'Runs, ich liebe sie, und Donkey Kong, es spielt sich mega, es ist sehr, sehr cool geworden. Und natürlich, wie es sein muss, wenn man sich ein Spiel aus Japan holt, es ist auf komplett durchgezogen, wie immer. Es ist so geil. 102% Spielstände sind da immer vorhanden und sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Freut mich, dass ich das hier in der Sammlung habe. Donkey Kong für den Game Boy Color. Dann weiter geht's. Wenn wir schon beim Game Boy sind, Game Boy habe ich zwar nicht mehr, aber ich habe ein bisschen was für den Game Gear mir geholt, auch aus Japan, einfach weil sie günstiger sind. Und das habe ich war einfach so in einem Paket drin. Da haben wir zum einen Wonder Boy, was ich auch noch überhaupt nicht hatte, mit dem coolen Artwork. Das Spiel kam ja auch, glaube ich, bei Strictly Limited nochmal für die PlayStation 4 in so einer Remake-Version raus. Und ich wusste aber überhaupt nicht, auf was ich mich drauf einlasse. Und muss sagen, hey, das ist eigentlich, es sieht zwar ein bisschen komisch aus und ein bisschen, ja, aber es macht irgendwie Laune. Also das ist, könnte auch ein Handy-Game sein, aber es macht Laune und ist irgendwie ganz cool und ganz nicelig. Wonder Boy für den Game Gear. Dann habe ich noch für den Game Gear, habe ich mir als japanische Version, auch einfach weil es günstig war und weil es gepasst hat, ich glaube für unter einen Euro, Land of Illusion, sogar mit so einer Cartridge-Verpackung fürs Game Gear, genau, ich zeige euch das hier nochmal so. Land of Illusion, Mickey Mouse, geht ja immer, bockt auch sehr. Ist halt einfach cool. Also ich mag die Mickey Mouse Teile für die Sega-Spiele, für die Sega-Konsolen extremst und macht auf jeden Fall auch Laune. Habe ich auch schon gezockt. Sehr, sehr cool. Wo Mickey ist, darf natürlich Donald auch nicht fehlen. Und ich habe mir Donald fürs Game Gear geholt und auch japanisch, also es war alles in einem Paket drin. Auch die japanische Version, ist auch ein 2D-Jump-and-Run-Plattformer, den ich auch schon gespielt habe. Und ich muss sagen, bockschwer. Also, man wird vom Tode gejagt, kann ich nur sagen. Also, ich habe mich schon ein bisschen reingespielt und ich werde mich da weiter fuchsen, aber bockschwer. Und wenn wir jetzt schon bei bockschwer sind, ihr wisst, ich liebe Rennspiele. Und immer wieder zocke ich auch gerne jetzt ältere Rennspiele, wie Super Monaco GP, das ist ein Formel 1 Rennen für das Game Gear, habe ich auch für Mega Drive. Und ich muss sagen, als Kind, ja, Rennspiele, das war nicht so meins. Also das kam halt eher so mit einem N64, okay, da war ich auch noch ein Kind, ja. Aber das kam halt so in der 3D-Phase dann eher mehr so als wie in 2D. Und jetzt hole ich mir immer wieder mal gerne so 2D-Games. Und ich muss sagen, gönnt euch das Gameplay. Ist das sau schwierig? Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das wirklich länger gezockt haben sollte. Auch wenn du in den Kurven runtergehst vom Gas, du fährst immer wieder aus der Kurve raus. Ich habe da ein bisschen versucht, du kannst nämlich die Autos ein bisschen einstellen, hätte ich da ein bisschen rumprobiert. Ich hab's nicht geschafft. Fahrkünste vielleicht doch nicht so groß, Herr Meier. Das waren meine 4 Spiele für den Game Gear. Sehr, sehr cool für die Sammlung. Und kann man sich auf jeden Fall gönnen. Macht mega Laune. Dann, weil wir heute schon vom Atari Jaguar gesprochen haben, einen mega, mega Dankeschön an meine Eltern, die mir das Spiel, die Kosten kann man sagen, übernommen haben für Weihnachten. Mega, mega Dankeschön. Und das ist nämlich der Bubsy-Teil für den Atari Jaguar. A Fractured Fairy Tale, so heißt es, ja. Das ist der einzige Teil, der für das Atari Jaguar rauskam, ist halt auch ein 2D-Plattformer, ein Jump'n'Run. Und Bubsy kann halt seine üblichen Moves, ist auch ein klassisches Bubsy Jump'n'Run, auch sehr schwierig. Also wir sind gestern auch leider irgendwie nicht aus der ersten Welt rausgekommen, auch obwohl man mit einem neuen Leben startet. Aber sehr, sehr coole, also erste Welt ist Alice im Wunderland mäßig angelehnt. Und das Ganze komplett in Box habe ich mir besorgt und sehr, 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 sehr geiles Game. Und für die Sammlung, ich als Bubsy-Fan, Bubsy-Fan must have. Jetzt fehlt nur noch der 3D-Teil. Irgendwie befürchte ich ja das Schlimmste. Genau. Und passend zum japanischen Dreamcast habe ich 2 Spiele hier. Das ist einmal Samba de Amigo, was natürlich auch im Japanischen viel, viel günstiger ist. Ich werde schon denken, Herr Ma, hast du denn die Samba-Rasseln? Leider noch nicht. Leider noch nicht. Ich gucke immer ein bisschen, dass ich die mit Originalverpackung finde, aber
der Preis ist halt 100 Euro und jenseits. Und ich denke mir dann immer so, hey, bestell von irgendwo und du weißt nicht, ob du das denn bekommst. Aber wenigstens mal das Spiel haben. Wenigstens mal das Spiel haben, Samba de Amigo. In der japanischen Version zumindest, für das Dreamcast. Und ein zweites Spiel für die japanische Dreamcast hat sich schon eingefunden, nämlich Capcom vs. SNK. Ich liebe Beat'em-ups, auch wenn ich nur so lala bin in den Games immer. Aber mir macht es einfach Laune und einfach sehr viel Spaß. Und habe ich mir gedacht, habe ich noch nicht und ging auch sehr, sehr günstig über die Ladentheke. Und ja, habe mir gedacht, kann man sich mal angucken, macht auf jeden Fall Laune, konnte ich schon anspielen. Ist sehr, sehr cool und für die Sammlung sehr, sehr nicelich. Capcom vs. SNK. Weiter geht's, wir sind heute komplett japanisch unterwegs. Dann habe ich mir für meinen Sega Saturn, für meinen japanischen, habe ich mir zum ersten Virtua Fighter 2 geholt. Den Titel hatte ich mal als PC-Game, ja, gab's auch auf dem PC. Und ich dachte mir so, ja, okay. Gucken wir uns das mal an, auf dem Sega Saturn. Rockt auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, auch hier wieder sehr, sehr Beat'em-up-lastig, Mr. Alex. Ja? Und ein zweites Game für den Sega Saturn, nämlich Virtua Cop. Virtua Cop in der japanischen Version habe ich schon, in der PAL-Version, ja. Ein Problem ist leider, Lightguns funktionieren leider auf den neuen Fernseher nicht. Das ist leider so. Aber die Spiele kann man auch mit dem Controller spielen, zocken. Ist halt leider nicht dasselbe wie mit Lightgun, aber cool für die Sammlung Virtua Cop 1 für den japanischen Sega Saturn. Weiter geht's. Oh, von meiner Freundin habe ich zu Weihnachten bekommen. Ein Spiel, was ich auch schon Ewigkeiten haben wollte. Und nun kann ich sagen, die Sammlung ist endlich komplett. Und es handelt sich um die Mario Luigi Teile und hier Partners in Time. Für den Nintendo DS, der hat mir noch gefehlt und sehr, sehr cool, dass ich den jetzt endlich habe. Den werde ich bald nachholen und wirklich sehr, sehr cool und mega, mega Dankeschön nochmal für dieses wunderbare, tolle, tolle Game. Dankeschön. Japanisch geht's weiter. Für das Nintendo GameCube habe ich mir geholt in flotten Pink. Ganz ungewohnt, oder? Also das Spiel sieht bei uns in Gelb ein bisschen anders aus. Und die Rede ist von WarioWare für das japanische GameCube. Und ich glaube, das ist was für den Stream. Ich glaube, das wird was für den Stream werden, weil es natürlich lustig ist, wenn man die Anweisungen nicht lesen kann. Das ist ja dann die Hardcore-Version. Springe. Geht nicht. Doch, vielleicht springen. Stehen bleiben? Nicht stehen bleiben? Nichts drücken? Doch was drücken? Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Und ja, WarioWare, ich liebe es und für Japanisch. So, dann gehen wir noch ein bisschen retromäßiger weiter zurück. Wir sind heute komplett Beat'em-up-lastig irgendwie ein bisschen. Und die Rede ist von, für den Super Famicom nämlich, ja. Habe ich hier mir Ranma geholt. Ich müsste jetzt lügen, welchen Teil es wirklich genau ist. Ich muss auch immer nachsehen. Aber der erste Teil, ich habe noch gar keinen und dachte mir so, ja, Ranma, ich liebe die Anime- und Manga-Vorlage. Ranma für das Super Famicom. Und da wir heute schon SNK hatten, SNK gab es natürlich auch auf dem Super Famicom. Und eigentlich aus dem Grund, weil der gute Terry Bogard, ich hoffe, man spricht ihn richtig aus, aber der Terry ist ja jetzt ein Fighter bei Smash Brothers. Und ich dachte mir so, okay, ich habe kein einziges King of Fighters und ich habe mir die japanische Version geholt von King of Fighters 1, was ich auch schon angespielt habe. Ja, also ich muss sagen, 3 Charaktere zur Auswahl nur und spielt sich sehr, sehr träge. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mir leider gar nicht so gut gefallen. Das hat mir leider überhaupt nicht, also ja, leider hat mir nicht so gut gefallen, aber war günstig, kann man verkraften. Aber dafür bockt King of Fighters 2 um etliches mehr. Das bockt wirklich, das hat Speed drauf, das hat ein geiles Gameplay. Das ist wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Da muss ich sagen, ja, mit dem kann ich wirklich arbeiten. Das macht Spaß, macht Laune. Ich glaube, es gibt sogar noch einen Teil auf dem Super Famicom, muss ich mal gucken. Aber sehr, sehr cool und sehr, sehr nicelig. Das macht Laune, das ist cool. Das macht den ersten Teil wieder wett, auf jeden Fall. Ihr habt es schon am Anfang vom Video gesehen. Ich habe ein Spiel ein bisschen ausgelassen, was wahrscheinlich auch das älteste ist. Wir kennen es hier als Track and Field. Und ich habe mir Hyper Olympics für das Famicom geholt. Ihr werdet euch jetzt fragen, Alex, warum holst du dir ein Sportspiel? Du bist doch jetzt nicht wirklich gerade der sportliche Mensch schlechthin. Ja, das gebe ich auch zu. Es ist auch so. Aber was ich mit dem Spiel verbinde, ist nämlich, ich habe als Kind eine Fake-Nintendo-Konsole bekommen
da waren halt Spiele drauf und da war auch dieses Sportspiel drauf. Und ich kenne halt dieses Spiel von damals. Nichtsdestotrotz habe ich es mir dann endlich geholt, da ich es ja jetzt endlich gefunden habe. Aber ich habe es nicht spielen können. Also ihr seht es hier im eingeblendeten Video. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Es hat keine Tasten angenommen. Ich konnte zwar das Spiel auswählen, aber ich wusste nicht, was ich machen muss. Und das die ganze Zeit. Also komplett komisch. Ich kam nicht weg vom Fleck. Ich konnte nicht mal die 100 Meter Hürden laufen. Ich dachte, das ist vielleicht so wie bei Mario und Sonic. Einfach Knöpfe bashen. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie das funktioniert. Aber leider, ich habe es nicht geschafft, dass ich dieses Spiel zum Laufen bekomme. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Leider, Hyper Olympics oder wie auch bei uns bekannt, Track and Field, voll schade, aber irgendwie trotzdem auch kultig und geil, dass es endlich in meiner Sammlung ist. Ah, schade. Wirklich schade. Ich hätte mich so gefreut und dann doch nicht. So, wir kommen endlich mal zu den neueren, moderneren Spielen, die man auch heutzutage so bekommt. Und da habe ich mir zum ersten Spyro geholt in der coolen Trilogie. Aber was ich euch zeigen will und zeigen muss und euch natürlich verraten muss, das hier ist die 2019er Version, was man nur auf der Rückseite erkennen kann. Ich blende euch das hoffentlich ein, Herr Marv, vergiss nicht. Auf der Rückseite könnt ihr unten lesen, 2019 und auch auf der Disc, okay, das sieht man beim Verkauf nicht, und auch auf der Disc steht 2019 drauf. Das Spezielle an dieser Spyro-Version ist nämlich, dass hier auf der Disc alle drei Teile drauf sind. Wie ihr vielleicht wisst, ist auf der 2018er Version, auf der ursprünglichen Version, nur Teil 1 drauf und ihr müsst euch die zweiten und den dritten Teil leider downloaden. Und für mich als Retail-Sammler ist es eher so, ja, Downloads muss ich jetzt nicht unbedingt haben und bin auch kein großer Fan davon. Das ist wirklich ein Must-Have-Stück in der Sammlung, sehr, sehr cool und geil. Und jetzt kann ich auch sagen, ich habe Spyro für die PlayStation 4 komplett auf Disc. Also das ist wirklich was, da bekomme ich Gänsehaut, das ist sehr, 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 sehr cool. Dann ein Spiel, was ich schon habe für die PlayStation, aber einfach, weil ich es liebe, Portable zu spielen und auch, weil ich Switch spiele oder meine Switch immer dabei habe und wenn man da mal mit Freunden zockt, hat man es immer dabei und die Rede ist von Horizon Chase Turbo für die Nintendo Switch. Habe ich mir aus Amazon UK geholt, war auch vom Preis her sehr, ja, ich glaube 24 Euro, irgendwie so und ich liebe die Reihe. Also dieses Spiel ist so geil, so toll, so nicelig und das passt einfach, wenn man das noch für die Switch hat. Horizon Chase Turbo. Auf jeden Fall nochmal sehr, sehr cool, das auch für die Switch zu haben. Dann, wenn wir schon bei Switch-Spielen sind, was man im Koop sehr, sehr, sehr gut spielen kann, kann ich euch nur empfehlen, es gibt jetzt die Overcooked Edition 1 und 2 in so einer Special Edition, wo beide Spiele auf einer Cartridge sind. Auch hier, die Spiele habe ich zwar schon für die PlayStation, aber wie es einfach geil ist, kam das für die Switch nochmal raus und das ist jetzt auch bei meinen Switch-Games immer dabei. Wenn wir mal Multiplayer zocken wollen, ist das jetzt auch immer bei mir mit dabei. Sehr, sehr cool, sehr, sehr nicelich und einfach cool, dass einfach alles zusammen ist auf einer Cartridge. Für die Sammlung sehr, sehr nicelich. Dann auch ein Spiel, was ich schon habe. Es klingt immer so komisch. Auch ein Spiel, was ich schon habe, aber auch mit allem drauf, nämlich mit allen DLCs, die da rauskamen. Shuffle Knight, die Treasure Trove Collection, muss man sagen. Mit allen DLCs plus Shuffle Knight Showdown, genau. Ist so ein bisschen Smash Brothers, so ein Brawler, der da drauf ist. Und kam für die Nintendo Switch gerade raus. Ich habe damals ja schon Shuffle Knight durchgespielt. Jetzt vor kurzem habe ich King Knight Story komplett durchgespielt. Ich liebe es. Also die Ideen, das Ideenreichtum, der Soundtrack, das passt einfach. Das ist alles stimmig. Sehr, sehr cool und sehr, 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 sehr nice. Wirklich kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auf Neo-Retro-Games steht. Und must have. Passend, wirklich passend zu dem Spiel, kamen auch noch Amiibos raus. Ich habe mir das Ganze aus Amazon UK bestellt, aus dem Grund, weil es Amazon bei uns nicht im Store hatte. Und dazu kam noch raus hier einmal Shuffle Knight in so einer Gold Amiibo Edition, den ich mir gekrallt habe. Auch sehr, sehr cool und Amiibo-mäßig sehr, sehr gut verarbeitet. Finde ich sehr, sehr cool, macht sich sehr geil. Und das Geile ist ja auch, es gibt ja auch im Spiel die goldene Rüstung zum Freispielen. Also sehr, sehr cool. Und dann gab es noch so ein Dreierpack davon, wo halt Spectre Knight, Black Knight und King Knight, die drei, die man spielen kann, die sind natürlich hier in dieser Collection dabei und sehr, sehr cool, sehr, sehr nicelig.
Dann haben wir ein Spiel, was ich von Limited Run damals verpasst habe, mir im Nachhinein aber jetzt geholt habe, weil die Preise einfach gepasst haben. Ich habe mir drei Spiele geholt, die ich ein bisschen versäumt habe. Und das hat aber auch gepasst vom Preis her. Und das ist einfach hier Bloodstained Curse of the Moon, was an die Original-Castlevania-Reihe für NES sehr, sehr stark angelehnt ist. Ich habe es durchgespielt, das bockt. Also da ist auch wieder Soundtrack sehr, sehr geil. Gameplay passt, die unterschiedlichen Charaktere. Und man muss sagen, du kannst den Schwierigkeitsgrad so anpassen, dass auch ein Casual-Gamer wie ich das locker flockig durchzocken kann. Ja? Also sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und finde ich riesig, dass ich dieses Spiel in meiner Sammlung als eine physische Version haben kann. Limited Run sei Dank. Das nächste Spiel habe ich mir mitbestellt mit Bloodstained. Und das ist Raging Justice, was von Strictly Limited auf den Markt kam. Ist ein Brawler von Team 17. Und ja, ich mag den Artstyle. Es dauert auch nicht so lange. Ich glaube, das hat nur eine Stunde oder so Spielzeit. Aber ich liebe diese Retro-Brawler, wo man von links nach rechts rennt und einfach alles niederschlägt, was einem in die Quere kommt. Und ja, fand das cool. Und das war, der Verkäufer hat auch dieses Spiel angeboten und das hat einfach auch vom Preis gepasst. Da habe ich mir gedacht, ja, das nehme ich auch nur mit, weil es hätte mich schon öfters angesprochen, aber ich habe es mir halt dann doch nie geholt, weil es einfach zu teuer war. Und er hat noch die coole Postkarte, die auch typischerweise immer dabei ist. Hat er auch dazugelegt, voll, voll cool. Dann ist es complete. Genau. Wenn wir schon bei Strict Limited sind, habe ich vorbestellt. Beste Story überhaupt, vorbestellt. Wir sind in Griechenland irgendwo auf dem Schiff unterwegs, weil wir wohin gefahren sind. Und ich sehe so, ja, das Spiel hätte rauskommen sollen für Mega Drive. Scroll weiter. Ausverkauft. Fuck. Gott sei Dank ist noch ein Switch-Spiel vorbestellbar und hat mir dann Ultra Core, was ja eigentlich für, wie gesagt, für Mega Drive rauskommen hätte sollen, damals leider nicht geschafft hat und wurde jetzt neu aufgelegt. Auch von Strict Limited und hat mir jetzt Ultra Core endlich geholt und kam, glaube ich, erst vor einer Woche oder so an. Habe ich schon ein bisschen anspielen können. Der Name Ultra Core hätte eigentlich Hardcore heißen sollen, was man hier auch wirklich sagen kann. Ich habe bis Level 2 gespielt und ja, es wird wirklich immer hardcoreiger. Aber sehr, sehr cool, auch hier in der Sammlung. Ist so ein bisschen, ja, Turricon-mäßig angelehnt, ein Run and Gun halt, läufst und ballerst alles aus dem Weg. Und auch hier ist die Strictly Limited Postkarte dabei. Sehr, sehr cool und sehr, sehr nicely. Dann habe ich noch die vorletzten zwei Switch-Spiele. Einmal hier in der physischen Version Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans für die Nintendo Switch. Habe ich auch schon durchgedaddelt. Ist jetzt auch nicht so lang. Ich glaube 2 Stunden oder was man zockt. Aber es ist einfach eine richtig geile Hommage an die guten Bud Spencer Filme mit allem, was es irgendwie gibt. Egal, ob man mit dem Buggy fährt, das goldene Agentenauto, was es gab. Oder, keine Ahnung, angelehnt an die Western. Das Würstchen-Fresh-Spiel ist dabei. Sehr, sehr geil. Und natürlich, was nicht fehlen darf, die Original-Soundtracks sind dabei. Du kannst sogar die Soundtracks einzeln auswählen und dir anhören. Sehr, sehr cool. Ist jetzt die normale Standardversion, wie man sie kaufen kann. Ich habe bei Strictly Limited, habe ich mir noch die PlayStation 4 in der Limited vorbestellt. Wann die kommt, keiner weiß es. Aber bis dahin haben wir es auf der Switch schon mal durchgespielt. Die nächsten Spiele. Genau, ein Switch-Spiel haben wir noch. Ein Switch-Spiel habe ich noch und das kam hier in dieser sehr, sehr mystischen, geilen Verpackung. Man kann es hier schon lesen. Es ist Gries. Auch wenn man hier, die Verpackung sagt einem gar nichts, was es eigentlich jetzt hier für ein Spiel wirklich ist. Es steht auch nichts drauf, für welche Konsole. Ich kann euch nur mal sagen, es ist von Special Reserve Games. Und genau, Gries, aber für die Nintendo Switch. Sehr, sehr cooles Indie-Game, wo ich gerade dabei bin am Zocken. Ich glaube, ich habe die erste Stunde jetzt mal angespielt. Werde ich dann weiter zocken in den nächsten Tagen und das ist sehr, sehr cool. Eher ruhigeres Game, aber mit Puzzle-Elementen und das Artwork spricht mich halt mega an und ich liebe ja so Indie-Spiele inzwischen drin. So Indie-Spiele gehen immer, macht auf jeden Fall Laune, sind auch nicht zu lange, ich glaube 4 Stunden oder was man rechnen soll, 4-5 Stunden, aber sehr, sehr cool. Und das ist Gries für die Switch, voll cool. Auch das Artwork. Ich mag das. Ich finde das sehr, sehr cool. So, einmal habe ich noch Limited. Und das ist Red Art Games. Und kam
an Halloween, genau. Halloween, genau, konnte man es vorbestellen. Und das ist Halloween Forever, kam auch erst gerade vor kurzem dann. Und wie man hier schon sehen kann, eigentlich komisch, dass es für die PlayStation rauskam, wenn man jetzt sagt, es wirkt sehr NES-lastig. Also das hat so ein typisches Nintendo Entertainment System-Flair hier. Ist aber nur im Schuber, wenn man den wegmacht, dann sieht es gleich ganz, ganz anders aus. Aber es ist halt wirklich ein Retro-Game. Ich kann euch gleich sagen, ich habe das Spiel installiert. Auf PlayStation sagte 54 MB, also ja, da ist die Disc vollkommen ausgelastet. Aber das ist halt wirklich so ein 2D-Jump'n'Run, wirklich so wie für NES. Das macht Laune, es ist cool und Halloween, es ist, passt einfach. Es ist sehr, sehr schräg und sehr cool und... ja, mir macht's Laune. Ich werde das definitiv weiter zocken. Es gibt auch einen Modus, wo du einstellen kannst, du hast 99 Leben. Dafür sind halt alle Achievements versperrt. Da kannst du halt nichts freischalten. Aber zum Durchzocken könnte man es nehmen. Aber voll cool von Red Up Games. Halloween Forever. Dann kommen wir jetzt zu meinen Spielen, die ich noch sealed habe. Das sind noch genau 4 Stück, die noch sealed sind. Aber die ich hoffentlich bald nachholen kann. Hoffentlich. Das ist zum einen hier, endlich, weil der Preis endlich gepasst hat. Und das ist hier Assassin's Creed 3, die Remastered Edition für die Xbox One. Genau, weil 4K, habe ich mir gedacht. Und ja, ich habe es damals schon durchgespielt. Aber ich habe mir so gedacht, ja, immer, ja, kommen wir jetzt wieder 40 Euro zahlen für ein Remake und Co. Ja, dann hat es Amazon jetzt mal für 18 Euro für Weihnachten drin gehabt. Da habe ich es mir geholt und gekrallt. Dachte mir so, okay, kann man machen. Und wenn ich mal wieder Bock habe, dann zocke ich diese Version, weil ich schon gespannt bin, was daraus wurde. Nächstes Spiel ist auch nochmal für die Xbox. Nächstes Spiel ist auch für die Xbox. Bloodstained, Ritual of the Night. Wie ihr sehen könnt, auch noch sealed. Und auf das freue ich mich jetzt schon wirklich. Also seitdem ich Bloodstained auf der Switch durchgespielt habe, unbedingt. Also das hier, es ist schon... auch wie ich jetzt den Trailer wieder gesehen habe dazu, ich freue mich schon mega. Also ich freue mich wirklich schon mega auf diesen Teil hier und kann es gar nicht erwarten, das endlich zu zocken. Genau, die zwei Spiele waren an einem Tag, glaube ich mal, ja, vergünstigt. Und da habe ich auch zugeschlagen, einfach weil mir die Preise sonst zu teuer gewesen wären. Das ist einmal Jedi Fallen Order, der Star Wars Titel, der neueste, auf den ich mich auch schon sehr freue. Der ist ja ein bisschen so Dark Souls mäßig angelehnt. Und ich glaube, der könnte ganz, ganz cool werden. Auf den freue ich mich, da mal reingucken. Den werden wir auf definitiv streamen, werde ich auch jetzt nochmal installieren. Und den können wir dann auf Twitch uns gönnen. Und beim nächsten Spiel weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt im Stream zeige oder beides, dass ich es vielleicht ein bisschen mische oder ich zock's mit der Birgit. Aber zeitlich ist halt eine Bombe und ein Wahnsinn. Es ist hier, die Rede ist von Death Stranding. Ja, also ich will mir wirklich davon selber ein Bild machen. Ich habe zwar schon ein bisschen was vom Gameplay gesehen und auch... ich bin, also hier muss ich wirklich sagen, das ist so ein Spiel, da bin ich echt gespannt, ob mir das zusagt oder nicht. Man hört ja alles von, ich musste 10 Stunden spielen, damit ich da gekommen bin. Ich musste da 10 Stunden zocken und mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe 5 Stunden gespielt, es war Cancer, ja, und. Also da bin ich schon mega, mega gespannt, was uns hier der gute Kojima für ein Spiel präsentiert. Und ja, wir werden es erleben, wir werden es rausfinden. Meine Lieben, das waren meine Pickups, die ich mir über die Weihnachtszeit so ein bisschen besorgt habe. Es sieht gerade richtig schlimm aus, wenn man hier sieht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Danke euch fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Mega danke fürs Einschalten. Haut rein und wir sehen uns. Wir hören uns. Bis bald. Bye, bye.